Was uns interessiert, jetzt meine ich mich und die Leute, die sich mit dem Grundeinkommen, sagen wir mal, auf wissenschaftlicher Ebene oder auch jetzt auf Interesseebene herumschlagen hat. Also was wir uns vorstellen, ist natürlich ein existenzsicherndes Grundeinkommen. Das heißt ein Grundeinkommen, das zumindest in der Höhe ist, wie, wenn nicht sogar ein bisschen drüber, wie aktuell die normalen Subventionen oder Unterstützungen, die der Sozialstaat eben für nicht Also so arbeitsfähige Personen bei ermöglicht. Nicht? 800, 900 In Euro. etwa. Nicht? Ja.